Willkommen Bürger und Scharlatan zu Let's Play Ace Combat 2 auf Operationslinie Alpha World. Wir gehen jetzt in Einbruch in der Geomatan Basis, also geothermales Kraftwerk, da breiten wir ein. Das hat den spannenden Codenamen Suchersand. Your operation this time is to destroy the enemy's geothermal plant. Mm-hmm. It is a difficult task because this base is completely covered by a dome-shaped wall made of heavy resistant material. Yep. Bombing it directly will not be effective. We will first break into the base through a heat release vent and then destroy their central cooling unit in order to stop the base from functioning. The heat release vent is closed at the moment, but our ground unit is scheduled to enter the base secretly and open it. Ah, okay. We plan to open the vent at precisely 1500 hours. The time window is very small in this operation. We can only keep the vent open for 90 seconds. A hit and breakaway operation with lightning speed must be employed. Target: the enemy's geothermal plant base. Watch the clock and don't waste a second. Also, ne, wir müssen in die gegnerische Thermalbasis einbrechen und diesmal ist es ein kleiner Tunnelangriff durch einen Lüftungsschacht, kennen wir irgendwoher, ne? So groß wie eine Wurmratte ungefähr. Und das Lustige in dieser Mission ist, oder Spannende besser gesagt, wir haben keinen Einfluss auch darauf, wann sich öffnet. Also wir müssen zum Zeitpunkt der Öffnung in der Nähe sein und innerhalb von 90 Sekunden sich zerstören. Oh, so 37. Ja. Da haben wir das Kraftwerk. Und jetzt kommen hier schon die richtig fetten Flugzeuge. Die F-15, Su-37, 22er, das sind die besten Spiele im Spiel. Flugzeuge im Spiel. Das wird langsam gemein. Wir kriegen jetzt nicht wohl ein Ende. Komm, Schlässig. Geh mal, den Flieger an. Aber jetzt. Ja, schön. Machen wir trotzdem erstmal alles frei. Ja, wir sollen zum Beispiel. Genau, ob wir so kommen will. Boah, muss man halt so die Masse machen. Echt mal einmal Busfinger arbeiten. So. Gleich in aller Ruhe. Basis. Fliegen auch schön rein, fliegen wir schön rein gleich. Gedroppt. Ja, wo sind wir alle so, ey? Ja, wir haben alle. Eine Minute noch. Jetzt geht's langsam los. Ja,
noch Wasser lang, ja? Ja. Bodeneinheit. Jawohl, haben wir verstanden. Der wird looping, egal. Oh, der hat sich vor uns geopfert. Er hat hohe Verluste vermutlich. Da sehen wir den Hangar. Das ist das Ziel. Wird aufgerollt. Und sind gegen den Wand. Okay. Das sah aber von meiner Seite aus gut aus. Gucken wir uns das nochmal von außen an. Okay. Von vorne. Das war ja echt doof jetzt. Gut. Dann nochmal einfach. Gehört dazu. Gehört dazu. War ein bisschen. Ja, wir sind Flügel hängen geblieben oder so. Naja, gut, okay. Ist halt so. Wir fliegen jetzt nochmal. Basis. Was bist du? Oh, der Cobra-Manöver. Habt ihr das gesehen? Wie geil. Und das 96. Ja, genau, 96. Mit dem Cobra-Manöver. Wie cool. Ach, ich mag dieses Spiel. Man merkt es. Oh, das hat ja schon edite Piloten, ne? Können Cobra-Manöver. Die Cobra gemacht, sehr schön. So, gleich schaffen wir es auch noch. Jetzt geht's ab zur Basis. Bereiten alles vor. Und dann passt es. Zeitpunkt ist. Ist er in die Richtung, die wir gesehen haben? Genau. Ja, der 14 ist mein. Okay. Gut, wir müssen nicht der durchgekämpft haben. Rupp und rupp. Oh. Hey. Tiefer fliegen. Diesmal den Anflug nicht versauen. Ja. Rüber. Jetzt mal fliegen schnell. Okay. Das sieht gut aus. Schön mittig. Sauber. Ja, so war das. So gehört sich das. Gucken wir mal. Oh, alle F-15 haben wir erwischt. Sehr geil. Eine F-14, zwei 37er, eine F-22er, das gefällt mir. Ja. Lieutenant Colonel.
Gut. Und Operation Sentinel ist der Ansatz für das nächste Mal, liebe Leute.